Und damit hallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge SnowRunner. Wir sind wieder auf dem Lake Cope unterwegs und wir machen damit weiter, was ich in der letzten Folge schon angesprochen habe. Wir reparieren diese Brücke, damit ich das Elend da nicht nochmal machen muss. Die Brücke reparieren ist relativ simpel. Wir brauchen Stahlträger. Die kriegen wir hier im Frachtbahnhof und wir brauchen Holzplanken, die stehen hier auf dem Anhänger schon. Heißt, es sollte heute recht fix gehen. Ja. Aber schauen wir mal. Wir fahren das Ganze mit dem Mercedes-Benz Cetros. Ich habe dem mal das volle Unit, das seht ihr nachher, wenn es ein bisschen heller ist, ein bisschen besser. Also die Ladefläche ist mit in der Fahrzeugfarbe lackiert. Das kann man bei dem nämlich auch machen. Und ich habe ihm noch die Radar-Unit mal mitgegönnt. Also haben wir in der Theorie noch ein bisschen extra Sprit mit. Warum habe ich ihn? Macht keinen Sinn. Der Punkt da oben. Wir fahren erstmal. Also der ist in Gelb. Ich glaube, Gelb ist lackiert. Mit. Der ist ganz schön schnell im Hochgang. Ist nicht so wie unser letztes Fahrzeug. Wo Hochgang ungefähr genauso schnell war wie Lastgang. So, guck mal. Innenraum hat sich nicht geändert. Mercedes-Benz Cetros, auch eine Mod, findet ihr, wenn ihr einfach nach Mercedes sucht. Ob der jetzt konsolen-ready war, weiß ich gar nicht. Ich glaube, er war es mal nicht. Also, vielleicht ist das mittlerweile. So, da haben wir das Prachtstück auch ein bisschen im Hellen. In der Farbe sieht das schon geil aus, ne? Wir brauchen natürlich noch einen Anhänger, aber kurz vom Bahnhof ist ja eh der Trailer-Shop. Und im Frachtbahnhof haben wir auch genau zwei Stahlträger, die wir mitnehmen können. Würde ja eigentlich gerne den Anhänger hier nehmen, aber das Problem ist, wir müssen erst die Stahlträger dahin liefern, bevor wir die Holzplanken abgeben können. Ist ein bisschen schwierig. Aber gut, kriegen wir alles hin. Kriegen wir alles hin. Ja, einfach mal. Gott, sind wir fix unterwegs. So. Haben wir unseren ersten Punkt schon erreicht, den Anhängershop. Ich nehme auch nur einen Standardanhänger mit. Ja, so zum Beispiel. Der ist von dem Tatra, ne? Der Anhänger zum Tatra, so vom Aussehen her. So. Wollen wir mal beladen, aber nicht hier. Ist anscheinend auch noch irgendeine Quest offen. So, Stahlträger Nummer uno. Und Nummer das. So, dann drehen wir einfach mal um. Kein Bock da vorne in den Anhänger, passt jetzt natürlich farblich gar nicht dazu, ne? Also wie gesagt, wir haben hier noch eine Radar-Unit mit drauf. Ich glaube, habe ich die schon mal genutzt aktiv? Weiß ich nicht. Wenn nicht, dann hier. Ach, guck mal. Neue Mission. Helipad-Versorgung. Was ist das denn? Oh, ach, ich dachte, die hätte ich schon angenommen. Offensichtlich nicht. Na gut.
Dachte, das Ding neben der, direkt neben der Tankstelle hätte ich schon angenommen, aber nee. Einfach nö. Ja, dann fahren wir jetzt erstmal zurück und reparieren eine Brücke und dann gucken wir, was wir vielleicht noch machen. Ich habe jetzt nichts vorgeplant. Aber mal schauen. Irgendwas finden wir schon. Der ist so fix im Hochgang, ne? Bleiben beim Lastgang, glaube ich. Das. Dann fühlt er sich zwar wieder übel langsam an, aber hey, zumindest kommen wir vom Fleck. Das ist gut. So, zu der Brücke da hoch sollen wir. Denke ich. Moment, ich habe keinen Bock nochmal zu fahren. Und wir hätten ja Zeit, ne? Aber das ist doch dumm, hierher wieder zurückzufahren. So, dann machen wir das nämlich so. Wünschen das ganz hier hinten an. Hallo? Und guck mal, wie wir so weiterkommen. Ausgang. Geh doch. Geh doch. Und dann fahren wir erstmal Richtung unseres Ziels. Würde ich sagen. Er will aber nicht so ganz da lang, wo ich lang will, ne? Er wird schon. Gut. Gut, hoch hier. Hoch, hoch, hoch. Dann fahren wir hier schön über die Brücke. Die ein super Motiv darstellt. So, obligatorische Foto auch gemacht. Easy. Dann löse ich mal die Winde kurz. Und bringe jetzt erstmal unsere beiden Stahlträger hier hin. Warum müssen wir eigentlich, also das ist ja offensichtlich, also die Stahlträger verstehe ich, ne? Aber warum müssen wir hier Holz herbringen? Das ist doch eine Betonbrücke. Ah. So. Weg mit dir. Du stehst gerade eh nur im Weg. Dann holen wir unseren zweiten Anhänger. Den da hinten stehen gelassen, weil ich überlegt hatte, ob ich den hier noch weiter benutze, aber weil ich eh noch nicht weiß, was wir machen. Gucken wir mal. Erstmal noch das hier abliefern auf jeden Fall. Nein. Naja, wir haben da quasi Holzplatten reingepackt und darüber ist der Teer dann gegossen worden. Okay, das ging ja zum Glück ziemlich schnell. Es wäre wirklich ein riesiges Problem gewesen, wenn wir länger nicht mehr zum Hafen der Fabrik und dem Sägewerk gekommen wären. Naja. Ich bin ja auch zum Sägewerk gekommen. Und zum Hafen. Und der Fabrik. Ersatzteile für die Bohrung. Gott.
Wir hatten hier noch eine zweite Brücke, ne? Moment. Ach, das ist die da hinten. Nee, die interessiert mich nicht. Treibt gut. Ja, ich habe nur keinen Kran dabei. Liefere zum Walzwerk einen Anhänger. Sattel hoch. Lieferung zur Hütte. Tankanhänger. Den Scout. Anhänger zu vermieten. Lieferung zum Depot. Was ist da? Ein Anhänger. Der ist da. Wird den abholen? Wo sind wir denn gerade da? Dafür bräuchte ich doch auch wieder einen Kran. Das ist ja alles belastend. Wir können hier den anderen Auftrag der Hilfebettversorgung. Der klang irgendwie noch cool. Die gucken wir uns auf jeden Fall an. So, das Rückwärtsfahren von gelenkten Anhängern, ja. Echt drauf? Sieht man? Weiß ich. Aber gut, wegen meiner Fahrkünste ist eh keiner hier. Das ist mir ja klar. Wie? Außerdem ist das ja ein Spiel, ne? So. Wenn die in dem Ton, hat man, wenn der komplett angepinselt ist, ne? Sieht auf jeden Fall cool aus. So, damit ich hier nicht wieder den Anhänger arrangieren muss, gucke ich mir jetzt die Aufgabe hier nochmal an. Gucken, vielleicht ist hier, hat hier was Cooles. Was Cooles. Am Hubschrauberlandeplatz werden Versorgungsgüter gebraucht. Bitte bringen Sie bitte hin. Zweimal Kraftstoff, zweimal Verbrauchsgüter. Das klingt doch erstmal gut. Wo kriegen wir das denn her? Wo ist denn das Helipad? Ach, da oben. Kraftstoff. Okay. Aha. Aha. Bei der Garage? Noch nicht. Kriegen wir das denn her? Hallo? Da ist noch ein Lagerhaus. Wo kriege ich denn jetzt Kraftstoff her? Und Verbrauchsgüter? Ist das hier? Muss ich da reinfahren dafür? Moment. Ich hau mal kurz den Anhänger. Dass hier noch ein Lager ist, das habe ich vorher nicht gesehen. Okay, ist auch nicht markiert. Aber wir stehen ja direkt daneben. Ich würde sagen, dann machen wir das mal. Soll schon schief gehen, ne? Können wir uns halt auch mal das Helipad angucken. So, ankoppeln. Und dann fahren wir hier rein. Und dann machen wir das wie folgt. Wir laden
ist denn höher? Lade Kraftstoff hierauf. Die Verbrauchsgüter hierauf. So, und wo muss, wo war das Telepad jetzt? Da oben. Jetzt natürlich die Frage, wie kommen wir da hoch? Also als allererstes nutzen wir natürlich unsere neue geile Brücke. Wäre ja Verschwendung, wenn wir das nicht hätten. So, und dann fahren wir, glaube ich, einfach wieder hier längs. Wie wir dann da hochkommen? Wahrscheinlich hier, ne? Hier durch. Also wir fahren erstmal bis dahin und dann gucken wir weiter. So. Ja, ich weiß, dass das nicht elegant ist. Aber hey. So. Einfach viel zu schnell sind im Hochgang. Aber wenn wir nicht lange gerade Strecken haben, fahren wir einfach konsequent im Lastgang weiter. So. Anhänger, sehen wir den im Spiegel? Ja, ein bisschen da rechts. Gut. Dann nutzen wir doch mal unsere geile neue Brücke. Schön hoch hier. Ding lenken. So. Wir haben hier Anti-Rutschpads auf der Motor. Oder sind das die Lüftungsschlitze? Moment. Hier, das sind Anti-Rutschpads, ne? Die Lüftungsschlitze sind da links und rechts. Ja, okay. Aber die drei dunkelgrauen into Anthrazit into Schwarzflächen da sind, glaube ich, Anti-Rutsch, also so dass man sich da drauf stellen kann, oder? Sieht zumindest so aus. Für mich. Hopp. So. Bin auch mal gespannt. Kommende Woche soll ja der neue Patch auf dem PDS kommen. Das ist natürlich auch die Frage, wie lange er dann da bleibt. Wie viel wir hier noch schaffen, ne? Die letzte Region Main war, glaube ich, relativ lange auf dem PDS. Autsch. Ah, wir müssen hier wirklich hochgang fahren. Lastgang fahren. Das ist irgendwie. Mag er nicht. Okay. Sehe ich aber ein. So, dann jetzt halt ein bisschen länger. So. Schön hier. Auf die Brücke. Anhänger sieht noch schön aus. Und unser Fahrzeug hoch. Keine Beule zumindest vorne drin, oder? Ja. Nur ein bisschen Reife und Federung hatten wir dann bekommen. So, hier links da steht unsere Behelfsbrücke. Aus der letzten Folge, die natürlich wieder eingefahren ist, weil jedes Mal, wenn man das Spiel neu startet, ist sie wieder in ihrer Ausgangsposition. Das ist halt wie so ein Kran. Die Ausfahrfunktion ist halt quasi der Kranmodus.
Oh nee, dann schaukelst du sie auf. So, also da oben ist das Helipad. Da gucken wir doch mal. Ich wollte gerade schon sagen, interessant, wie lange der Spieler speichert. So, hier schön vorsichtig wieder rum. Strecke hier hoch war gar nicht so wild. Man muss halt nur ein bisschen vorsichtig sein. Hier, wenn wir hier im Lastgang, im Hochgang gelangt ballern, dann geht mir hundertprozentig der Anhänger flöten. So, wir können mal Differentialspeicher noch mit dazu schalten. Macht das Ganze halt gefühlt auch wieder angenehmer. Und solange sie hier nicht rummeckert, ist ja dir nicht so schlimm. So. Da. Oh, ist doch gar nicht so steil zur Seite hin. Ich glaube, solange wir konsequent weiterfahren, sollte ja auch nichts passieren. Da vorne eigentlich links? Dann fahren wir links hoch. Doch, hier werden wir doch hochbekommen. Ja, ja. So, und wir hatten letztens in den Kommentaren die, ja, was heißt Diskussion? Die Geschichte, dass das mit den Aufliegern immer irgendwie ein bisschen besser funktioniert, weil die ja weniger kippen können. Oder generell weniger kippen. Problem ist halt immer nur, ja, Auflieger sind schön und gut. Aber die sind immer so, erstmal immer so gebunden. Und den Anhänger kann ich einfach irgendwo stehen lassen, habe immer noch eine Ladefläche, kann weiterfahren und mir einen neuen Anhänger ziehen. Aber bei Aufliegern bin ich dann an den Aufliegern gebunden. Ihr versteht, wie ich meine. Ich meine, in der Theorie kann ich mir dann trotzdem einen Anhänger ziehen. Okay. Okay, anscheinend ist das hier ziemlich steil. Stopp! Bitte bleib mal stehen. Winde. Steil sieht er dich gar nicht aus. Oder habe ich einen Knick in der Optik? Jetzt mal im Ernst. So, ja, schon, aber. Ah. Hoch.
Mir roll nicht zurück, danke. Gib mir doch einfach den da. So schnell sah er von unten halt wirklich nicht aus, finde ich. Nicht gedacht, dass wir hier. So krass die Winde brauchen. Nee. Stopp. Winde. Daran. Los, Dicker, komm jetzt hoch hier. Hier sind wieder so Wurzeldinger, ne? Also, wir sind ja annähernd gerade. Ich verstehe nicht, warum ich gerade nicht vorankomme. Hält der Baum uns nicht? Ich glaube nicht, ne? Natürlich nicht. Komm schon. Ja, dann ziehen wir uns halt hier von Baum zu Baum, ne? Krass. So, damit habe ich nicht gerechnet. Also selbst, ich bin ja auch immer so ein Mensch, ich vergesse ja immer, dass man hier auch ein bisschen... Also ja, jetzt haben wir gerade einen Stein hier vor uns. Ja, wobei, der bremst gar nicht so sehr. Aua. Ich bin ja immer so ein Mensch, der dann vergisst, in den untersten Gang zu schalten. Diesmal hier nicht, ne? Aber bringt irgendwie auch nichts. Come on. Und wann müssen wir doch hier mal. Also, kann ja jetzt nicht sein, dass ich jetzt hier Tarzan oder Spider-Man spielen muss. Wir haben wieder ein bisschen Schwungmasse gekriegt, dachte ich. Okay, wir gehen wieder so ein bisschen in die mittlere Stellung. Der kippt, oder? Der aber nicht. So.
Eigentlich will ich gar nicht viel weiterziehen. Ich hoffe, drei Stufen. Das hat gerade geklappert. Ich dachte, die Ladung wäre flöten gegangen. Was kommt hier hoch? Für wir sind hier richtig. Ja, doch, das sieht irgendwie nach unserem Ziel aus. Okay. Im Moment, wenn man das anders finde. Ah, nee, du reißt noch nicht. Aber dann so. Ziehen uns hier ein bisschen rum. Und schaffen jetzt die letzten Meter hoffentlich aus eigener Kraft. Hab Schaden. Aua. Uiuiui. Das war spannend. Also, jetzt nicht spannend im Sinne von krasser Spannung, aber da hatten wir was zu tun. Danke, hier ist dein Geld. Ja, ne? Hammer. Wir haben es nach oben geschafft. Hier steht auch noch ein Anhänger. Den fahren wir nochmal kurz ran, damit er auf jeden Fall markiert ist. Zack. Cool. Motor aus. 19:33 wird Zeit für Feierabend für unseren Fahrer, ne? In diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Habt noch einen schönen Tag. Haut rein. Bis dann. Tschüss.